Hossa Internet, gestern hatten wir davon berichtet, dass der Schauspieler Tim Neff in seinem Resümee angibt, dass er an Red Dead Redemption 2 und GTA 6 als Motion-Capture-Schauspieler mitgewirkt hat. Heute spricht er aber mit dem Magazin pcgamesn.com und erklärt, er kenne dieses Resümee gar nicht und habe diese Webseite auch nie zuvor gesehen. Er sagt, er hat mit Rockstar schon zusammen an GTA 5 gearbeitet, seitdem aber nichts mehr in die Richtung gemacht. Mysteriöserweise ist von diesem Resümee, wenn man es jetzt ansurft, aber jegliche Nennung von Red Dead Redemption 2 und GTA 6 wieder verschwunden. Wer genau also da dahinter steckt, bleibt bis auf Weiteres offen. This is over. Der Shooter Wolfenstein 2 bekommt nach dem Release DLC-Erweiterungen. 4 Stück sind es an der Zahl und es sind allesamt Singleplayer-Story-Erweiterungen. Die Besonderheit ist, dass man in denen nicht die Rolle von Spielhauptcharakter BJ Blazkowicz übernimmt, sondern da neue Freiheitskämpfer steuert. In Episode Zero, diesen Vorbestellerbonus, da werden die neuen Freiheitskämpfer vorgestellt, namentlich Jessica Valiant, Joseph Stallion und Gerald Wilkins. Dann geht es gleich in der ersten Episode The Adventures of Gunslinger Joe um den Ex-Quarterback Joseph Stallion, der das Regime in Chicago und im Weltraum bekämpft. Weiter geht es dann mit The Diaries of Agent Silent Death. Die drehen sich um die Agentin Jessica Valiant, die in Kalifornien einen Regimebunker infiltrieren soll. Und zu guter Letzt kommen noch The Amazing Deeds of Captain Wilkins. Da geht es um Captain Jared Wilkins, der in Alaska die Operation Black Sun stoppen soll. Diese Episode Zero, also diese Einführungsepisode, ist wie gesagt ein Vorbestellerbonus. Das heißt, da muss man keinen Season Pass für haben. Für die übrigen 3 Kapitel braucht man aber dann einen Season Pass, beziehungsweise muss diese DLCs separat kaufen. Wie viel die kosten, ist noch nicht bekannt. Momentan ist aber nur bekannt, dass die Wolfenstein 2 Deluxe Edition, die den Season Pass enthält, 20 Euro teurer als die normale Version ist. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. For Honor bekommt dedizierte Server. Das haben die Entwickler von Ubisoft jetzt angekündigt. Damit verabschiedet man sich von dem bisher eher ungewöhnlichen Peer-to-Peer-Netzwerk, was keine reine Peer-to-Peer-Verbindung und auch keine richtigen Dedicated Server war. Jetzt bekommt das Spiel eben dedizierte Server. Nur einen genauen Zeitplan hat Ubisoft da noch nicht. Man will nach und nach die Regionen auf diese Dedicated Server umstellen und erhofft sich davon bessere Verbindungsqualität und bessere Multiplayer-Performance. Außerdem soll es 4 neue Klassen für For Honor geben. In der Season 3, die jetzt im August beginnt, gibt es 2 neue Klassen und 2 neue Maps. In der Season 4, die im November losgeht, sollen dann weitere 2 Klassen und 2 weitere Maps nachfolgen. Außerdem soll es auch einen neuen 4 gegen 4 Modus geben. Call of Duty Modern Warfare Remastered ist endlich auch auf Xbox One und für den PC auf Steam erschienen. So richtig toll findet das die Community aber nicht, denn vor allem auf Steam heimst das Spiel haufenweise negative Reviews ein. Über 300 Reviews haben das Spiel auf das Standing größtenteils negativ herabgewirtschaftet. Das heißt, die Spieler sind überhaupt nicht damit zufrieden und bemängeln die schlechte Performance, außerdem schlechte Verbindungsqualität und viele Cheater im Multiplayer-Modus. Call of Duty Modern Warfare Remastered war lange Zeit nur als Teil von Infinite Warfare erhältlich, ist jetzt eben auch separat verfügbar für 40 Euro. Im Kaufpreis enthalten ist aber nicht das Variety Map Pack, was weitere Karten dazu bringt. Das kostet nochmal separat 10 Euro obendrauf. Das war's für heute mit den News und das war's auch für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, weiterspielen.